herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute sprechen wir über Tumoren in der Speiseröhre, und zwar ganz tief unten am Übergang zum Magen. In den meisten Fällen muss dort operiert werden. Und an der Asklepios Klinik Altona kann sich der Operateur dabei von einem Roboter unterstützen lassen. Dieses System heißt Da Vinci. Und wie das funktioniert, über die Vorteile sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Kurosh Thailesani. Er ist leitender Oberarzt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Thailesani. Ja. Sagen Sie mir noch mal zum Verständnis, wo genau sitzt so ein Tumor? Ja, die Tumoren des Übergangs in der Speiseröhre zum Magen sitzen relativ tief im unteren Anteil der Speiseröhre im Vergleich zu Tumoren im mittleren oberen Anteil. Ist dort sozusagen das Hauptproblem. Und diese Tumoren, das beobachten wir, nehmen deutlich zu. Aha. Und müssen sozusagen entsprechend festgestellt werden, diagnostiziert werden und dann behandelt werden. Ja, wieso nehmen die zu? Also wieso werden die häufiger? Das ist in den letzten Jahren beobachtet worden, dass diese Patienten, insbesondere bei Menschen, denen es körperlich gut geht, die aber auch eine Refluxproblematik haben können, diese Tumoren entwickeln und das sind dann Erkrankungen, die relativ spät festgestellt werden durch Beschwerden beim Schlucken, dass sie Schmerzen haben, wenn sie festere Speisen zu sich nehmen. Beobachten sie, dass sie Schmerzen hinter dem Brustbein haben, wenn sie festes Fleisch essen oder größere Brotstücke, dass sie Beschwerden dann haben in Form eines schmerzhaften Schluckaktes. Und das führt sie meistens zum Arzt. Okay, das heißt also wir sprechen über Schmerzen hinterm Brustbein, über Schluckbeschwerden. Das können Symptome sein, sowas nennen Sie, glaube ich, Leitsymptom. Aber Sie haben ja eben auch gesagt, also Reflux, also sprich saures Aufstoßen, Sodbrennen. Was hat da jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Sodbrennen ist ja was relativ Häufiges. 10% unserer Bevölkerung hat Sodbrennen. Aber das Sodbrennen kann zur Veränderung der Schleimhaut führen, eben gerade in der Region, die wir anfänglich angesprochen haben, im Übertritt Speiseröhre zum Magen. Da kann es zur Schleimhautveränderung kommen. Mhm. Und auf dieser Schleimhautveränderung kann es zur Entwicklung bösartiger Tumoren kommen. Das ist ein spezieller Tumortyp, der da genau lokalisiert ist. Den kriegen bei weitem nicht alle, die Reflux haben. Das darf man nicht annehmen, sondern nur eine ganz bestimmte Gruppe. Und wenn der Tumor wächst, engt er das Lumen der Speiseröhre, also den Weg für die Speise, deutlich ein. Und dann führt es zu diesen Beschwerden, insbesondere natürlich bei fester Speise. Man kriegt es teilweise von Patienten berichtet, die dann sagen, ja, ich habe Beschwerden beim Fleischessen oder beim Brotessen. Dann habe ich einfach mehr flüssige Speise zu mir genommen. Ich habe auch schon Patienten erlebt, wo die Frau oder der Mann angefangen hat, Essen zu pürieren, damit das gut geht. Also ja. Das ist ein Warnsymptom. Mhm. Und wir nennen das, wie Sie ja schon gesagt haben, als ein Leitsymptom, was wir als Ärzte sozusagen sehr ernst nehmen müssen, wenn ein Patient so mir gegenüber ist, muss ich immer daran denken, dass ich dabei ein bösartiger Tumor hinter verbergen kann. Genau, wobei ja das ja nicht sein muss. Also nun sind ja Sie der Chirurg, aber ich glaube, es gibt bei den niedergelassenen Ärzten ja schon auch noch so leichte Fälle oder leichtere Fälle, wo man dann auch noch einmal anders helfen kann. Erstmal. Das ist vollkommen richtig, dass diese Tumoren nicht immer vorliegen. Mhm. Aber der Kollege oder die Kollegin, die diesen Patienten vor sich sitzen haben und dieses Symptom beschrieben bekommen, die müssen entsprechend reagieren, dass so ein Patient möglichst bald eine Magen- oder eine Spiegelung der Speiseröhre bekommt, um diesen Tumor auszuschließen. Es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, die sowas verursachen können. Und es ist nicht immer ein bösartiger Tumor dahinter, aber es sollte entsprechend weiter abgeklärt werden. Das heißt also, der Patient, der zu Ihnen kommt, der hat dann, da wissen wir es dann schon, oder? Da hat dann schon Bilder dabei? Wir in der Chirurgie arbeiten ja eng mit dem Gastroenterologen zusammen, der diese Tumoren meistens dann feststellt und dann entsprechend auch schon Proben entnommen hat, wo dann bewiesen ist, dass es sich um einen Krebs des Speiseröhrenübergangs zum Magen handelt. Und dann müssen wir sozusagen das Weitere in die Wege leiten. Und was tun Sie dann, wenn so ein Patient zu Ihnen kommt?
In den häufigsten Fällen kriegen wir diesen endoskopischen Befund, der diesen Tumor beschreibt, in entsprechender Lokalisation und dann der Beweis, dass sich dabei leider um einen bösartigen Befund handelt. Das haben wir meistens dann vorliegen. Und dann muss weitere Untersuchungen festgelegt werden, um das Stadium der Erkrankung zu erfassen. Das ist der nächste wichtige Schritt, dass wir wissen, wie weit ist dieser Tumor schon lokal fortgeschritten und wie weit hat er möglicherweise schon Metastasen irgendwo abgesiedelt oder sind Metastasen zu sehen. Ja, und was machen Sie dann? Dann werden diese Befunde, wenn die Befunde, die wir haben müssen, alle erfolgt sind und wir versuchen, das möglichst kompakt in der Klinik durchzuführen, damit der Patient nicht von einer Praxis zur anderen gehen muss und hier die Untersuchung und die andere Untersuchung machen muss, wird das bei uns praktisch kompakt innerhalb von 1-2 Tagen abgewickelt und dann werden diese Befunde in eine onkologische Konferenz gebracht. Dort werden sie vorgetragen vor einem Gremium von verschiedenen Spezialisten. Da sitzt der Onkologe, der Strahlentherapeut, der Pathologe, der die Histologie bestimmt hat. Wir als Spezialisten, als Operateure, der Gastroenterologe, der diesen Tumor möglicherweise diagnostiziert hat. Und dann wird das Stadium festgelegt und die Erkrankung je nach Stadium wird eingeordnet. Und demnach wird dann je nach Stadium die Therapie oder die Therapieoptionen vorgeschlagen bzw. festgelegt. Naja, also operieren werden Sie ja auf jeden Fall. Wie groß ist denn dann der Bereich, an dem Sie operieren werden? Ja, der Einfluss des Stadiums der Erkrankung ist tatsächlich so, dass die Erkrankung erst festgelegt werden, wo ist das Stadium. Ja. Und es gibt sehr frühe Stadien, die leider sehr selten erkannt werden, im Rahmen einer zufälligen Endoskopie oder Verlaufskontrolle bei Refluxerkrankung. Da kann man das teilweise endoskopisch abtragen. Wir kommen eher dann zum Einsatz, wenn es sich um lokal fortgeschrittene Befunde handelt. Und das sind die allermeisten Patienten. Es kann aber auch mal vorliegen, dass Patienten schon Metastasen in der Leber oder Lunge haben. Dann ist eine Operation nicht mehr sinnvoll, weil die Erkrankung dann zu weit fortgeschritten ist. Also auch keine gemischte aus Chemo und Operationen oder? Es wird eine Chemotherapie erforderlich sein in einigen Fällen, wenn die Erkrankung lokal fortgeschritten ist. Wenn sie metastasiert hat in Organe wie die Lunge und Leber, dann macht eine chirurgische Behandlung nicht mehr Sinn. Dann werden die Patienten nur Chemotherapie. Das ist aber als eine Art palliative Therapie zu sehen, weil man das Krankheitsbild nicht heilen kann. Ja, aber jetzt sind Sie ja der Operateur. Jetzt gehen wir mal davon aus, eine Operation ist erfolgsversprechend. Wie können Sie dem Patienten helfen? Was können Sie operativ tun, um diesen Tumor zu entfernen? Denn das ist ja, man muss ja doch noch seine Speisen irgendwie in den Körper reinbekommen, oder? Genau, ja, das ist eine sehr komplizierte Operation und auch nicht so leicht zu verstehen. Denn was wir chirurgisch machen müssen, ist, den Tumor radikal zu entfernen. Das heißt, man kann nicht nur das kleine Stück, was befallen ist, es handelt sich meistens um Tumoren, die 2-3 Zentimeter groß sind, gar nicht viel größer, meistens durch die Wand gewachsen, durch die Speiseröhre oder Magenwand. Wir müssen das radikal entfernen, damit wir auch das Lymphabflussgebiet mit entfernen können. Das heißt, wir müssen den größten Teil der Speiseröhre mit entfernen und in diesem Bereich eben auch den Mageneingang mit entfernen. Das heißt, wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir die Strecke, die dann fehlt zwischen dem Rest der Speiseröhre, dem Anfang der Speiseröhre und dem Magen wieder überbrücken. Und den können wir überbrücken, indem wir aus dem Restmagen einen Schlauch bilden. Und dieser Schlauch wird dann in den Brustkorb geführt und dort mit dem Rest der Speiseröhre wieder verbunden, sodass dann die Speiseröhre wieder in den Magen-Darm-Trakt gelangen kann. Das wird die Ernährungsgewohnheiten des Patienten ja beeinflussen, nehme ich mal an, oder? Das ist eine deutliche Veränderung der Anatomie des Körpers. Der Patient ist aufgefordert, danach in sehr kleinen Mahlzeiten zu essen. Das heißt, wir essen in der Regel so 3-4 Mal am Tag. Und der Patient muss so Zwischenmahlzeiten ein, sodass er Mahlzeiten 7-8 Mal am Tag einnimmt. Und was ganz wichtig ist, was wir alle nicht machen, gut kauen. Er muss die Nahrung, die er zu sich nimmt, eben sehr, sehr gut schon im Mund anfangen zu verdauen, indem man da 30, 40 Mal kaut. Ich selber
glaubt auch, ich kaue nicht ausreichend. Ja, das ist also etwas, was der Patient bewusst neu lernen muss. Ja, und also Sie ziehen ein Stück Magen hoch, Sie verbinden das mit der Speiseröhre. Das ist sicherlich eine aufwendige Operation. Ihnen hilft der Roboter. Wie stelle ich mir das denn vor? Das ist die neuere Entwicklung, dass wir einen Operationsroboter haben, in dem Fall den Da Vinci. Und mit dem Da Vinci können wir sowohl den Anteil der Bauchoperationen durchführen. Das heißt, wir befreien den Tumor und die umliegenden Lymphknoten aus dem Gewebe, präparieren das sozusagen heraus und bilden aus dem verbleibenden Magenanteil einen Magenschlauch. Das ist sozusagen der gleiche Akt, der dazu führt, dass wir den Tumor am Mageneingang entfernen. Mhm. Und dann wird der Patient sozusagen wird der Bauch wieder verschlossen. Das heißt, wir haben nur ganz kleine Schnitte bei diesem Operationsvorgang mit dem Roboter. Das bleiben sozusagen 4 kleine Schnitte und ein zusätzlicher kleiner Schnitt für den Hilfskanal. Und dann wird der Patient auf die linke Seite gelegt und dann wird mit dem in dem Brustkorb der rechten Seite operiert und die Speiseröhre aus ihrer Umgebung herausgelöst. Und wir wissen, dass das sehr kompliziert ist, weil man an sehr wichtigen, sehr fragilen Strukturen operiert. Das Herz liegt dort im Brustkorb, das große Gefäß, also die Bauchschlagader liegt dort und auch die Atemwege. Und man kann mit dem Roboter einfach exakter präparieren und das umliegende Gewebe der Speiseröhre noch besser herauspräparieren. Es ist ja sehr wichtig, in dieser Radikalität zu bleiben, um das ganze lymphatische Gewebe dort mitzunehmen. Ja, ach so, genau. Das heißt ja, der Roboter hat ja keine, wie soll ich sagen, der hat ja keine Scharniergelenke, sondern der kann ja überall eigentlich ja hin, oder? Genau, der große Vorteil des Robotersystems ist, dass ich eine große Bewegungsfreiheit hat, die deutlich größer ist als das, was man bei der Laparoskopie hat. Das ist sozusagen die, in Anführungsstrichen, Vorgängermethode. Viele Institutionen machen das natürlich auch noch laparoskopisch oder thorakoskopisch, wie man sagen würde. Da hat der Roboter einfach einen großen Vorteil, dass die Bewegungsfreiheit der Instrumente, die wir einsetzen, viel, viel größer ist. Man kann ihn sozusagen, die Instrumente in allen Dimensionen bewegen. Dann habe ich eine deutliche Vergrößerung des Bildes und eine 3D-Sicht über die Kamera. Genau, und können trotzdem in den kleinsten Strukturen operieren. Nur ist ja diese Operation, also sie ist aufwendig, sie ist für den Patienten mit Da Vinci leichter zu verkraften, nehme ich stark an. Dennoch, da kann ja was passieren, oder? Also was sind die Risiken dieser Operation und wozu ist es, also wie fangen Sie das dann auf bei Ihnen im Hause? Ja, also das Problem dieser Operation, dieser Speiseröhrenresektion ist, dass es ein sehr großer Eingriff ist. Der dauert 4-5 Stunden, kann auch mal länger dauern. Also ein sehr großer Eingriff ist ein sogenannter Zweihöhleneingriff, weil man sowohl im Bauch operiert wie auch im Brustkorb. Und der ist sehr komplikationsanfällig. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass der Patient eine Komplikation hat. Das haben alle Institutionen, die das machen. Aber es hat sich bereits gezeigt, dass mit dem Da Vinci, dadurch, dass man eben noch schonender operieren kann, die Komplikationsraten zurückgehen. Also man beobachtet, dass die Probleme, die es aufnehmen, weniger werden. Die Hauptprobleme dieser Operation ist die Verbindung zwischen der Restspeiseröhre und dem Magenschlauch, dass es da zu Undichtigkeiten kommen kann. Das muss man sich so vorstellen, dass man was zusammengenäht hat, was nur zum Teil zusammenwächst. Und dann hat man ein kleines Loch, wo eben Spucke, die man runterschluckt, oder Tee und dann ausläuft und in den Brustkorb läuft. Und das ist sehr gefährlich. Ja, ja. Kriegt man eine Mittelfellentzündung, die den Patienten sehr krank werden lassen kann. Das ist eines der Hauptkomplikationen. Man kann auch eine Lungenentzündung kriegen oder man kann eine Nachblutung kriegen. Das sind sehr komplizierte Verläufe und können so sein. Und es hat sich gezeigt, dass es eben mit dem Da Vinci bessere Ergebnisse gibt, soweit wir das jetzt überblicken können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!